Zurück zu einer weiteren illustigen Folge, Freitag der 13. mit einem Mann, der sich auf einen, laut seiner Aussage, sehr gefährlichen Beruf spezialisiert hat, nämlich das Präparieren von Tierhoden. Das ist lebensgefährlich. Wieso ist das lebensgefährlich? Was sollte man sich darauf spezialisieren? Das braucht doch kein Mensch. Ja, aber wegen diesen Spektral- und Nussbakterien und so. Welche Nussbakterien? Es gibt keine Nussbakterien. Natürlich gibt es Nussbakterien. Nee, Nuss. Nein. Klar. Und auch keine speckigen Nussbakterien. Spektral-Nussbakterien, das sind die schlimmsten von allen. Ich sag's mal so, kein Mensch. Alle Menschen. Das. Ich kenne auch niemanden, der, der eine Tierhodensammlung besitzt. Viele Menschen werden wieder schreiben, boah, ich habe eine relativ ausgiebige Sammlung. Ich habe eine ausgiebige Sammlung seit an präparierten Jahren. Tierhoden. Letztes Jahr kam erst hier Truthahn, 18 mm. 18 mm? 18 mm Truthahn-Durchmesser und so. Ja klar, das ist also eine ganz große Community. Ich sag dir, wie es ist. Es gibt diese Community nicht. Doch, na klar. Aber du willst es nur nicht akzeptieren. Weil du die kleinste Sammlung hast. Ich würde es akzeptieren, wenn es so wäre, aber es gibt diese Community nicht. Es gibt eine riesen Und ich bin auch keiner, Community. Der die sammelt. Ja, nur weil du etwas nicht sammelst, ich sammle auch keine Fabergé-Eier, so wie du. Fabergé-Eier, vielleicht irgendwie abgelaufene Eier, ja. Farbige Jules-Eier. Farbige Jules. Ich habe hinter Jason gedisrespected und getankt. Ich habe auch einen Benzinkanister. Da unten, der blaue, hat schon Benzin drin. Jetzt habe ich mich erschrocken, da ist irgendwer gestorben oder so. Na, was? Nein. Doch. Jemand hat geschrien vielleicht, aber niemand ist gestorben, oder? Er hat nee, leben alle noch, allen geht's gut. Wovor hat er sich denn erschreckt? Er hat so, what happened? Präparierten Hoden. Gut. Hat gesagt, boah Gott, ein erwachsener Mann hat die gemacht? Nein. Glaube ich jetzt aber nicht. Und der ist nicht in der Einrichtung weggesperrt von uns anderen? Nein, nein, der kann hier frei rumlaufen. Nein. Die lügen doch. Der Batteriewert ist noch Gilly. Ja, ich bin gerade auf der Suche. Aber bis jetzt habe ich auch wirklich nichts gefunden. Ich habe kein Deo, keine Cracker, nichts. Meine Taschen sind wie im echten Leben leer. Ich habe Cracker, Deo, jetzt habe ich auch noch eine Map, eine Sicherung. Wie im echten Leben meine Taschen. Oh, ich schmeiß das Deo weg. Ich habe nämlich einen Schlüssel gefunden. Aber wir haben keine Batterie. Und ohne Batterie. Wird es kritisch. Ich habe den Fruchtbarkeitsgott Zuk-Zuk gefunden. Zuk-Zuk? Zuk-Zuk macht große Babys im Bauch von kleiner Frau. Ein großer Baby, kleine Frau. Ist sehr schmerzhaft. Bärenfalle hier drüben. Da war schon jemand drin. Ein Bärenfallifall. Funkgeräte finde ich. Ohne Ende. Richtig viele Funkies habe ich. Ja, nimm die alle mit. Kannst du Taiko. Ich habe auch mal eine Mappo. Die Taiko Funkies? Ja. Eine kleine Taiko Funkstrecke kannst du aufbauen. Wow, kleine Taiko Funkies. Die schmecken ja voll merkwürdig. Ich liebe Taiko-Funk. Ein Taiko-Funk zeigt mir immer, wie schön das Leben ist. Kann nicht sein, es reicht so gut wie in jedem Haus und ich finde einfach keine Batterie. Irgendwas geht da hinten ab. Ich habe eben gerade einen Girl schreien gehört. Und Chavez ist auch schon da? Den hatte ich gerade als erstes im ersten Haus gerufen, noch bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Aber dass er schon da ist, weißt du? Ist sie sagt oder hat es jemanden gelunzt? Der hat sich gerade erschrocken hier. Okay, ein Deo habe ich jetzt. Wann hast du jetzt eine Batterie oder? Nee, leider nicht. Einfach, was habe ich mich denn jetzt erschrocken? War hier eine Leiche? Ja. Ja Teenager. Hier drüben liegt ein toter Teenager. Adode. Adode. Adode Teenager, ey. Aber no Batterie. Nix. Nix. Oh, mein Deo. Mein Tank ist aufgefüllt, das war ich. Ja, dann können wir eigentlich nur noch unten bei Hoarder's Path. Ja, da bin ich gerade unterwegs, aber... Ich sehe auch nichts, manchmal dann, geht man hast natürlich... Hast du den Schlüssel dahin gelegt? Nein. Dann liegt auch noch ein Schlüssel.
Können die, das könnte auch beim Bootshaus sein, das ist ewig weit weg. Ich gehe jetzt mal zu diesem ewig weit wecken Bootshaus. Kann ich die jetzt, kann ich die changen, ohne die zu werfen? Wer? Wrecker. Jetzt habe ich natürlich die Schlüssel weg. Wie kann ich die, ich... Einfach nur Z immer wieder drücken und ein bisschen versetzt. Schmeißt du sein Inventar langsam raus. Dann gehst du halt wieder alles einsammeln. Das ist doch echt blöd. Und Z gedrückt halten, dann droppst du halt deine Waffe oder die Batterie oder whatever. Okay, ich bin jetzt beim alten verlassenen Bootshaus, wo damals bei Teenager-Sex-Spielen 20 Leute ums Leben gekommen sind. Ach, aber hier ist Sicherung. Auch hier ist Sicherungshaus. Wo ist das? Da, wo ich bin, das Bootshaus da unten. Boah, ist ja ganz am anderen Ende. Hast du eine Sicherung? Ja. Dann bitte laufen Sie jetzt mal dahin. Alter, das ist komplett... Alter, hier liegt einfach nur so ein Messer. Muss ich komplett einmal durch die Map... Im Schrank. Ja, da musst du halt jetzt hin. Aber lass mich anrufen, ich habe einen Perk drin. Ja, ja, kannst du hier dann... Hat er da eine Falle hingelegt? Weiß ich nicht, ne? Guck mal. Wie läuft DJ Disrespect im Radio? Nee, das ist sauber hier. Mm. Er hat wahrscheinlich selber nicht gecheckt, wo das ist. Er ist aber auf der Map unterwegs und er ist hier ganz in der Nähe. Shit. Wie weit bist du denn? Bist du am Wasser da unten oder was? Nee, Packernack Lodge bin ich jetzt. Oh Gott, ist ja ewig. Ja, was ist an der Beschreibung? Ich muss einmal quer über halt die ganze so Map. Was ist an der Beschreibung so unverständlich? Ja, einmal Menge. Quer über die ganze Map bedeutet... Kann auch eine andere Quere sein, von oben nach unten. Es bedeutet, dass ich einmal quer über die ganze Map horizontal muss. Oder vertikal sein, das ist ja schon bewusst. Nein, dann hätte ich gesagt, so weit ist das ja gar nicht, ich muss nur einmal kurz hier runter. Die Aussage beinhaltet... Okay, da hat jemanden da hinten am Wasser geschlachtet. Ja, da liegt jetzt ein Schlüssel. Und jetzt ist er gerade zum Glück da bei einem am Haus, ich muss aber gerade regenerieren. Ist Chaves. Der ist noch am Leben. Also ich lunge da oben rum und bleib so gut ich kann an der Kurva. An der Kurva. An der Kurva. Ich bleib hier oben an der Kurva. Ja, jetzt musst du nur gucken, dass du ein bisschen hochläufst. Ja, ich muss aber hier so ein bisschen... Kacke, ich will aber eigentlich nicht ins Haus gehen. Ja, aber der ist, glaube ich, gerade mit dem alten Jarvis-Man beschäftigt. Ja, aber ich muss halt Ausdauer. Ich bin nicht so der ausdauernde Typ. Und jetzt wird die Musik lauter. Aber die wird bei mir auch gerade lauter. Ich bleib einfach jetzt hier im Gebüsch. Aussitzen im Gebüsch. Was ist jetzt los? Ist aggro geworden. Oder die Maske runtergeflitscht. Ich hab gesagt, don't flitch the Jason. Weil wenn der Harvest gut ist, kann er ihn ja ewig ablenken. Da können wir jetzt schön hier undercover the copper caller machen. Ja, jetzt bist du ja fast da. Langsam, gemütlich, gemächlich. Eben gerade habe ich Laserbeam gehört. Ja? Ach, ein Laserbeam. Falls du noch ein Deo dann tragen willst, hier liegt noch eins auf dem Boden. Okay. Dann gehen wir vorne ist die Sicherung, ich bin schon am Telefon. Lass schnell rein, mach keinen Fehler. Wolle de Copper. Lebt Tommy noch? Musik. Was passiert? Er ist da. Ah, ich hab's doch geschafft! Oh mein Gott, der skatet! Er skatet! Skate Jason! I run for the border! Hast du irgendwas so Baseball-mäßig? Ich hab Heilung und sowas, aber ich geh jetzt hier in the Busch. Oh, dass ich das geschafft hab! Schnell, geh rein, Dude! Oh nein! Ich hab mein Deo eingesetzt. Ich hab doch keine Ausdauer, hey! Junge!
Da leben aber noch zwei. Ja klar. Oh no! Ich hab ihn gar nicht kommen sehen. Auf einmal macht er den Weasley Jackson. Ich musste Ausdauer recken. Wird wahrscheinlich draufgehen, aber du musst entkommen und erzählen, was hier geschehen ist. Im alten Kristall Lake. Ach, da ist nur ein Walkie-Talkie drin. Wo ist er jetzt hin? Keine Ahnung. Irgendwie losgeworden. Oh, ich habe einen Baseballknuppel da hinten noch. Yes. Okay, ich bin geheilt. Ich habe einen Knuppel. Okay. Das könnte was werden. Könnte unter diversen Umständen. Mit dem Mond im richtigen Winkel. Bei dir? Ich verstecke mich hier in einem Gebüsch. Boah, er ist wieder bei mir. Na, den anderen hat er erledigt. Nein. Doch, Mist. Aber du kannst es schaffen. Ich werde ihn so lange ich kann. Das Problem wird aber sein. Disrespekten. Das Problem wird sein, dass er wahrscheinlich, dass die Cops natürlich genau auf der anderen Seite dann spawnen. Du musst dich jetzt von Haus zu Haus kämpfen und dann oben landen. Problem ist, der kann einfach durchsteppen. Ja, aber trotzdem kannst du ja im Haus immer kurz regenerieren. Naja. Aber wie gesagt, der ist ganz schön wild. Er ist immer noch im anderen Haus gewesen gerade. Jetzt kommt er zu dir. Laut Mappo. Von Haus zu Haus. Ja. Im Jason. Mist, jetzt habe ich natürlich die Cracker nicht mehr, ne? Elgisch Cracking. Elgisch Kraken. Ach, ein belgischer Kraken, ey. Wo ist er jetzt? Ist er bei dir? Ich glaube, er hat ein bisschen Angst vorm Hippie, weil er sich denkt, ja, schon brutalo. Er ist im Rausch. Also wenn er Stalker-Mode anhat und mich sieht, dann catcht er mich jetzt, ohne dass ich was machen kann, aber... Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich hochgeportet. Aber ich höre noch keine Musik. Und ich höre auch kein verdächtiges Rascheln im Laube. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, es ist direkt hier vorne. Warte noch auf mich. Ist komplett bei der anderen Seite, aber vielleicht ist da noch das Deo. Wenn ich jetzt schon hier bin, gucke ich. Ja, ich habe noch ein Deo dann. Wieso rennst du jetzt weiter in die andere Richtung noch? Weil ich mir das Deo da geholt habe. Ich habe schon ein bisschen Damage, weißt du? Ist er bei dir? Ja. Kannst du ihn ausdancen? Na, schwierig. Wenn du wartest, bis ich da bin, können wir ihn zusammen ausdancen. Ich habe einen Baseballknüppel, hast eine Waffe. Ja, einen Knüppel habe ich. Aber wenn er mich jetzt nur axtet, dann... Musst du halt Combat Mode schnell, C und drauf. Hoffen, dass es irgendwie was wird. Hast du keine. Ich hab noch Cracker. Ich hab noch einmal Cracker. Er hat mich jetzt schon einmal gehittet. Dann guck, dass du wegkommst, bis ich da bin. Ich hab wie gesagt noch einmal Cracker. Ja, er will mich aber catchen und ich kann nicht so gut sprinten. Und er will nicht, er schlägt mich nur, weil er weiß, dass ich ein Messer habe. Ist Haus in der Nähe? Nein! Ich hau ab. Ja, geh raus. Ja, jetzt kriegt er mich aber noch. Ja, hat er mich noch gekriegt, geil. Ich dachte, du könntest nicht raus. Ja, dann hättest du abhauen können. Ich dachte, du könntest... Oh Gott.
Ich habe das eben so verstanden. Nee, ich komme nicht raus. Ich habe gefragt, kommst du raus? Nee, ich komme nicht raus. Nee, der ist ja direkt davor. Das hast du so gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, warte, dann komme ich, dann schlage ich ihn. Du hast gesagt, ist er jetzt bei dir? Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt warte, dann bringt mir das nichts. Ja, dann hättest du auch nicht warten müssen. Ich habe gedacht, du kommst nicht durch die Tür jetzt. Warte, bis ich komme. Warte, bis ich komme. Ich sage, ja, ich habe noch Sprint. Ich könnte abhauen. Warte, bis ich komme. Hast du Baseballschläger? Warte, bis ich komme. Er liegt auf dem Boden. Jetzt macht er hier ein Schläfchen. Naja, eigentlich hätte ich gehen können. Ja, gut. Gut. Ich habe es falsch verstanden. Ich habe das einfach fehlinterpretiert. Ja, ja. Es ist eine große Runde ich wollte, Kugel. Du hast ja die ganze Zeit von einem Dreieck geredet. Ich wollte dich eigentlich retten mit meinen Crackern. Weil ich gedacht habe, der blockiert irgendwie den Ausgang. Man kommt nicht an ihm vorbei. Ich bin hier unten. Ja, dauert einen Moment. Ich muss über die ganze Map. Oh, du musst ja über die ganze Map? Wann hast du das erwähnt? Die ganze Map heißt. Das habe ich nicht gesagt, dass du es nicht erwähnt Meter. Hast. Du tust so als... Ja! Hätte ja sein können, dass es nicht so weit ist, weißt du, dass es nicht wirklich ich sag, ganz ja, ich könnte jetzt eigentlich Zipfel abhauen. Ist. Warte auf mich. Warte auf mich. Wir machen ihn fertig. Ich sag, ja, aber jetzt dauert ja, du bist auf der anderen Seite. Ja, warte auf mich. Ich habe doch erst gefragt, ist er davor? Ja, er ist davor. Nein, er ist nicht davor gewesen. Er ich war bei mir. Das an. Wie der eine auch immer wieder wie so ein Sack umfällt, ne? Ja, das, er hatte, das ist ein echt steifer Typ. Er hatte eine Brezelüberdosis. Teenager können damit nicht umgehen. Zu viele salzige Brezeln. Ja. Oh, hier ist eine Batterie. Geh mal direkt in die Scheune rein. In der Scheune könnte auch eine Batterie oder Sprit sein. Ja. Das ist so ein beliebter Ort. Ja, klar. So Scheunensprit. Ich habe 2 Deos schon mal in der Hose. Ich hatte schon mal eine Menge aus. Und der Baseballknubbel ist da drüben, yes. Achso, du bist auch hier unten, gell? Ja? Bei der Scheune. Ja, ja, ich sehe dich da. Ich, sagen? Ich hol mir mal hier noch so eine Mappo am Mappo-Stand. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch noch eine Mappo holen. Aber wo gehen wir denn hin? Welches Auto machen wir dann? Weiß ich nicht. Wieso kriege ich hier keine... Ist hier nur eine drin oder haben schon alle was geholt? Keine Ahnung, nee, geh nochmal ran. Ist nix. Ja, nee. Dann ist da nur eine drin vielleicht. Als ob auch immer, da wären so 4, 5... Keine Ahnung. Also wenn du den Weg da runterläufst, ist das Schleifenauto da. Ja, das ist... Schlaffe Auto. Das schlaffe Schleifenauto. Da sind schon so viele Leute. Und wenn du über die Brücke gehst, dann kannst du halt den wahrscheinlich 4-Sitzer. Ich denk mal. Wow. Wie alle weinen, ne? Ja, weil ja. Strom aus ist. Ja klar, natürlich. Kein Netflix mehr. Würde ich auch zusammenbrechen. Da wäre Ende. Guck mal, da kommt so eine blutige Bikini-Oma auf mich zugerannt. Ne, das ist der. 4-Sitzer am Start. Oh. Ich opfere mich. Er wird mich dabei sehen und er wird mich vernichten. Oh, er hat ein Messer. Ja, jetzt wird er auf jeden Fall Trappos machen, oder? Wird er uns zutrappen. Macht der Traps Sinn? Ja. Nee. Jetzt brauchen wir nur noch... Unterhaltsam greift ihn an. Okay, hier ist auf jeden Fall auch Sicherungshaus. Ja, wir brauchen halt jemanden mit einem Schlüssel. Ja, was geht hier ab? Da ist sogar die Sicherung. Echt? Ja, sie liegt da auf der Karte. Ich hab einen Schlüssel. Alter, okay, da unten ist... Fokusparty. Was ist da los? Warum ist der gelieft? Ist er gestorben? Oh nein! Warte. Ah, daneben. Jace ist bei mir. Hol dir die Sicherung, please. Ich dance ihn aus. Ja, ich wollte nochmal ganz kurz hier in das Haus gehen. Mir eventuell irgendwie einen Knüppel oder sowas holen. Oh, scheiße, jetzt bin ich ins Fenster gesprungen. Mann! Ah, ey, man denkt da oft nicht dran, ne? Aber geht. Was ist hier drin? Oh. Okay. Ich tanze mit Jason hier, und zwar sehr, sehr lange. Ja, aber wie willst du dann noch die Cops rufen, wenn er auch da ist? Ja, aber drin ist drin erstmal. Solange er hier bei mir ist,
Aber er braucht, er braucht ja nur draußen auf den Kasten hauen und dann ist er, dann kannst du ja eh nicht mehr telefonieren. Ja, ja, aber ich hab auch das, ist da Sprit drin? Sprit, alles drin. Ja, gut. Ich kann ihn crackern. Hallo. Hallo. Na, jetzt geht er hier raus. Na, egal, ein Crackerchen hier. Ist abgelenkt. Nein. Er ist zu fit. Er ist zu stabil. Alter, Doppelhit. Okay. Versuch's. Muss ihn nochmal schlagen. Geht nicht. Ja. Ready? Ja, ja. Komm. Los. Ist da noch eine Tuse? Ich kann nichts sehen. Ich habe keine Karte. Muss mir unbedingt. Einfach der Straße folgen. Einfach der Straße folgen. Da waren eigentlich noch zwei Leute, aber. Wir wissen beide, dass wir ihnen nicht helfen. Oh! Nein! Boah, jetzt ist genau rein teleportiert. Das hat irgendwie auch so. Ich opfere mich! Er macht mir einen Fallen hin! Oh Gott! Nein, lass! Ja, er killt mich! Fahr! Nee, ich kann nicht! Aus irgendeinem Grund bin ich ausgestiegen! Oh Gott, ey, dafür opfert man sich, ey! Ach Mann! Oh mein Gott, wie er dich gekillt hat! Keine Ahnung, warum der ausgestiegen ist. Kommst du als Chavez vielleicht wieder? Weiß ich nicht. Kommst du weg? Weiß ich nicht. Teleportiert sich aber schon präzise vor das Auto immer. Jetzt muss ihn. Ja! Und jetzt lass sie einsteigen. Lass sie einsteigen noch. Los, 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 los. Oh, was? Oh, was? Hat ja überhaupt keinen Stun. Links und links antäuschen, rechts vorbei. Ah, Moment, der ist gut. Nee, da kommst du nicht weg. Vielleicht haben die noch was. Haben die irgendwas? Nee, nur Bikinis. Messer! Messer! Ah, nee. Nee. Oder habe es überhaupt gerufen? Weiß ich nicht. Weil der mir auch hier die Köpfe wegdreht. Aber warum war der so robust? Ja, robusto. Robusto Giasono. Guck mal, guck dir den an. Der steckt alles weg. Er steckt alles weg. Gegen den machst du nix. Da liegt mein Hippie-Kopf rum. Hä? Die steigt hinten ein und die steigt seitlich ein. Warum? Oh Gott! Oh, oh nein! Nein, sie werden. Oh Gott, die andere rennt. Was geschieht hier? Keiner hat den Chavez gerufen. Oh. Das bringt doch nichts. Da muss man stunnen vorher, sonst. Ja, jetzt sterben die alle an dem Auto hier. Ja, die ist tot, außer sie hat noch ein Messer. Nö. Andere macht das andere Auto hier noch. Guck mal, hier drüben ist das Chavez-Haus. Warum holt er nicht Chavez? Echt? Wo ist das? Ah, wir hätten die Sicherung reinmachen müssen. Vielleicht hätten wir ihn doch austanzen können. Na, das ist auf Fall. Gewesen. Nee. Ich hätte ihn schon hingehalten. Also mich hätte er nicht geholt. Ja, aber er hätte ja gesehen, dass die Sicherung drin ist. Spätestens wenn du dich ans Telefon stellst, greift er entweder dich an. Nee, das an. Sieht er ja erstmal nicht, dass die Sicherung drin ist. Das kriegst du erstmal nicht mitgeteilt. Wenn ja, ich ihn ja. dann rausgezogen hätte, hätte jemand vielleicht rufen können. Hm, ja, glaube ich aber nicht. Dafür ist ich sehe immer noch dieses E für einsteigen. Denkst du, eine bekommt's hin? Naja. 12 Minuten, glaube ich nicht. Nein, nein, der Reparier-Dude. Ach so, er. Er müsste sich eigentlich nur das Auto holen, das andere. Ja, da hat er jetzt alles. Oh, Alter. Ja, die andere kalt gemacht. Ja, schon hier.
Ja, weil er einen Reparierfehler gemacht hat. Na, hat er ihn gehört. Und jetzt versucht er, den Entengott anzubeten, aber der wird ihm nicht helfen. Mir hat er schon mal geholfen. Hat er schon mal geholfen. Er hat sein Bürzelöl auf Jasons Gesicht verteilt. Klar, wenn du so Bürzelöl im Gesicht hast, da machst du nichts mehr, komm. Like that? Ja, anscheinend schon, weil er reagiert nicht darauf. und das war's. Ja, er wird ihn da irgendwie durch die Tür jagen oder so. Ja, er will den Tor steppen. Ja. Ja, Mami ist zufrieden mit dem Jason. Und hat dann mal einen kleinen Flup nach oben gemacht. Mami freut sich über Jason. Das war zu leicht. Du gestorben. Ja, Mami freut sich. Mit ihren alten Lederlippen. Oh, schmatzt sie schon in der Ferne. Ja, auf einmal glüht er. Fuck Jason. Echt? Mhm. Nee, bei mir nicht. Bei mir glüht er und hat einen Dreizack. Was? Ja. Ah, Buggy Jason. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten verpackten Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...